Ein voller Erfolg im Kulturkalender von Wartberg waren heuer die Kulturtage. Nach einer längeren Pause hat man sich entschlossen, diese wieder ins Kulturprogramm der Gemeinde Wartberg aufzunehmen. Es freut mich natürlich, dass die Kulturtage, die ja seinerzeit von mir ins Leben gerufen wurden, nun wieder auferstanden sind. Dafür möchte ich mich beim zuständigen Gemeinderat, nämlich meinem Kulturreferenten Wolfgang Ulrich, auf das Herzlichste bedanken. Er war es, der zu mir kam, als er die Verantwortung als Gemeinderat übernahm und mir mitteilte, er hätte gerne wieder Kulturtage veranstaltet. Und der Besuch der fünf Veranstaltungen, die wir schon hatten, der gibt ihm recht. Und ich bin sehr, sehr dankbar jedem Einzelnen, der mit seinem Besuch die Bemühungen unseres Kulturreferenten unterstützt. Ein absoluter Höhepunkt waren die Vorführungen vom Chor der Mary Knoll Secondary School aus China, die in der Obersteiermark Station machten. Der Johannes Brahms Musikschule Mürzzuschlag gibt seit vielen Jahren die internationalen Musikkurse in Mürzzuschlag und die Mary Knoll Secondary School macht jetzt gerade Station bei uns. Wir haben jetzt die ganze Woche einen Kurs bei uns gemacht. Das ist der zweite Kurs in diesem Jahr und es folgen noch 6 weitere. Wir haben sehr gute Verbindungen nach Hongkong, da kommen die Mädels her. Und da gibt es eine Agentur, die schickt uns alljährlich zwischen 6 und 8 Gruppen und das ist, wie gesagt, jetzt die zweite gewesen. Neben einem Country-Abend und dem Frühschoppen gab es auch ein mittelalterliches Fest auf der Burgruine Lichteneck und man zeigte sich zufrieden über den guten Besuch bei allen Veranstaltungen. Im Rahmen der Kulturtage ist es uns gelungen, einige Veranstaltungen durchzuführen, die sich wirklich anbieten, Standard zu werden. Und das mittelalterliche Abend ist unbedingt einer davon. Also das würde mich sehr reizen, das regelmäßig durchzuführen. Kulturtage in Wartberg, die nach einer Wiederholung im Jahr 2013 förmlich schreien. Von überall aus dem Mürztal waren Schüler zum Antenne-Golftag angereist. Beim Golfclub St. Lorenzen wurde den Kindern der Golfsport nähergebracht und egal ob beim Putten oder auf der Driving Range, der Spaß an der Sache stand dabei im Vordergrund. Die Faszination Golfen fesselte die Kinder, selbst bei 35 Grad. Vor Ort auch Übungsleiter Franz Keier, der uns sein Aufgabengebiet erklärt hat. Wir teilen die Kinder in Gruppen ein. Wir haben 4 verschiedene Stationen hier, wo die Kinder durchlaufen. Teilen Sie in Gruppen ein und beschäftigen Sie diese 1,5 Stunden circa, die pro Schule hier anwesend sind. Womit wird geübt? Mit welchen Schlägern? Mit den Drivern? Mit Putters? Driver ist noch zu früh. Wir haben Übungsschläger. Bis zum 7er-Eisen wird auf der Driving Range geübt. Auf dem Puttinggrün ist eine eigene Station, wird Ihnen dieses erklärt. Und dann erzählen wir Ihnen etwas über Golf, über Speck und wie viel Golf kostet. Warum glauben Sie, sind die Kinder fasziniert vom Golfen? Ich glaube von der Vielfältigkeit. Es sind 4 verschiedene Stationen, wo sie jedes Mal etwas anderes machen und gefällt ihnen. Sie sind persönlich auch begeisterter Golfer. Was begeistert Sie persönlich an diesem Sport? Auch die Vielfältigkeit begeistert mich sehr und vor allem die Unterschiedlichkeit der Plätze. Ich spiele viele verschiedene Plätze und jeder Golfplatz schaut anders aus und das gefällt mir sehr gut. Wenn Schule Spaß macht, dann steht Antenne drauf. So auch beim 6. Antenne Steiermark Schulgolftag, wo 4000 Kids bei Österreichs größtem Schulgolf-Event dabei waren. Und ein Großteil freut sich jetzt schon auf 2013, wenn es wieder heißt, schönes Spiel. Wasser ist Lebensmittel, Wasser ist das weiße Gold und Wasser ist unser Lebenselixier. Ohne Wasser kein Leben. Da und dort, vor allem in den südlichen Regionen der Steiermark, besteht sehr oft die Gefahr, dass es zu einem Versorgungsengpass kommen kann. Ist der Bezirk Bruck an der Mur vor solchen Problemen gefeit? Ja, Gott sei Dank, wir sind in einem wasserreichen Gebiet. Wir haben hier Niederschläge im Jahr in der Größenordnung von 1.000-1.200 Millimeter. Und das ist im Vergleich gerade zu dem Süden wesentlich mehr. Im Süden, die haben 300 bis 500 Millimeter. Deswegen ist der Wasserverbrauch dort natürlich viel größer, beziehungsweise sie haben viel weniger Wasser. Nun kann man sagen,
mit Fug und Recht. Also im Bezirk Bruck braucht sich der Autofahrer auch keine Sorgen darum zu machen, sein Auto mit Wasser waschen zu dürfen. Das sicherlich nicht, aber im Sinne der Umwelt wäre es natürlich sinnvoller, wenn man doch zu einer Waschanlage fährt und dieses Wasser wieder recycelt. Auf der anderen Seite, wir gebrauchen nur das Wasser, egal wie viel wir es verwenden. Wir gebrauchen es, weil das Wasser geht wieder ins Grundwasser zurück, beziehungsweise kommt als Niederschlag wieder. Aber Wasser ist nicht gleich Wasser. Auch hier gibt es Qualitätsunterschiede. Wo im Ranking liegt Bruck? Ja, wir haben ca. 11 Grad, 11 deutsche Härtegrade. Das ist ein mittelhartes Wasser. Kalk ist eigentlich nur schlecht für die Rohrleitungen, aber nicht für den Körper. Und hoffentlich wird noch viel Wasser die Mur und die Mürz entlang fließen, bis es je zu Problemen kommen könnte. Ein neuer Präsident des Steirischen Aeroclubs sorgt für den nötigen Aufwind. 1000 Vereine und 3000 Mitglieder sowie 11 Flugplätze in der Steiermark sind ein Garant für die nötigen Flugbewegungen. Für den Aeroclub ist sicher immer Aufwind, denn wir sind die Interessensvertretung für den Flugsport und es ist durchaus ein schwieriger Sport. Wir brauchen Lufträume gemeinsam mit der Luftfahrt, wir brauchen viel Fläche wie hier diesen wunderbaren Platz in Turnau und das will immer gut argumentiert sein. Hier wollen Anrainer immer gut informiert sein und wir sind als einer der größten Landesverbände in Österreich auch einer der erfolgreichsten und scheinbar gelingt uns das ganz gut. Für die Zivil- und Verkehrsfliegerei noch eine Utopie, ist der Elektroflug bei den Modellfliegern bereits Realität? Ja, durchaus, weil es gibt ja heute schon auch manntragende oder frautragende, um alles gerecht zu werden, Flugzeuge, die elektrisch angetrieben werden, teilweise auch mit Solarenergie. Und da gibt es ein sehr enges Bindeglied zwischen dem Modellflug und dem großen Flug, weil hier sehr oft Teams, die teils aus Modellfliegern und teils aus Großfliegern bestehen, sich an solchen Aufgaben messen und das versuchen umzusetzen. Und natürlich werden auch die Umweltschützer sagen, das ist das Fliegen, was wir uns vorstellen können. Naja, durchaus, aber sagen wir, bis das aus dem Eck des Spezialistentums herauskommt im Großflug, da ist sicher noch ein weiterer Weg. Wenn man sich aber die Entwicklungskurve des Elektromodellflugs ansieht über die letzten 20, 25 Jahre, dann hätte man das zu Beginn dieser Entwicklung auch nicht für möglich gehalten, dass das so rasant vorwärts geht, was die Leistung angeht. Ein solches Großereignis zu organisieren, ist nicht nur arbeitsintensiv, sondern erfüllt den Verantwortlichen auch mit Stolz. Die wichtigsten Vorbereitungen für so WM ist einmal der Veranstaltungsort, der passende Ort, dann die Infrastruktur und natürlich auch die Weltmeisterschaftspiloten, die hier dann kommen werden und sich wohlfühlen in diesem Ort. Also, und das Gelände ist natürlich ausschlaggebend. Wie lange braucht man für die Vorbereitung einer solchen WM? Für diese WM brauchen wir circa 2 Jahre. Jetzt Vorbereitung, jetzt ist pro Monat werden immer wieder neue Bausteine gelegt. Und für mich ist das natürlich eine der größten Herausforderungen. Ich habe dann schon sehr viele Flugschauen organisiert. Und wenn ich so zurückdenke an den Jahrmarkt in Allerheiligen bis dann zu der Airshow in Kapfenberg, voriges Jahr waren wir dann bei der Airbauer und jetzt dann natürlich die WM. Für mich ist das eine irrsinnig große Herausforderung und ich bin aber sehr froh, dass mir diese Aufgabe übertragen wurde. Es macht uns stolz, dass die Modellflug-Weltmeisterschaft 2014 nach Turnau kommt, unseren Ort touristisch beleben wird, hier eben Turnau in die Welt hinausträgt und wir wünschen uns schon jetzt wirklich gutes Wetter und eine wirklich tolle Veranstaltung für den Ort, für den Tourismus und für die Piloten. Und vielleicht gibt es bereits 2014 den 5. Weltmeistertitel für Österreich. Das Auge nährt den Sinn. So könnte das Entree für einen künftigen Malermeister lauten. Ja, der Reiz des Berufes Maler und Beschichtungstechniker ist sicher eines, man kann gestalten, mitgestalten. Es wäre, glaube ich, nicht schön, wenn alles grau wäre. Ich glaube, die Buntheit unserer Städte, wenn man die Brucker Stadt anschaut, die Fassaden, diese Vielfältigkeit,
oder in den Wohnräumen Farbe in den Raum zu bringen, Wohltun. Es gibt verschiedene Farbtöne, die was für die Gesundheit sehr wichtig sind, wo man sich wohlfühlt, Wellnessbereich. Ich glaube, wir Maler, es wäre kein Bau schön, wenn wir nicht am Schluss unsere Hand anlegen und mit Farben alles verschönern. Jubelstimmung bei der erst 19-jährigen Malermeisterin, der jüngsten in Österreich. Freude und Stolz sind die beiden Hauptmerkmale unserer hübschen Malermeisterin aus Bruck an der Mur. Also für mich ist das Schönste, wenn ich jetzt reingehe in einen Raum und es ist zum Beispiel alles weiß und ich kann oben rausgehen und sagen, ich habe was geleistet und die Kunde hat eine riesen Freude und was Schönes daraus machen. Was ist das Schwierigste? Eigentlich wirklich was Schwieriges, man muss es können, also man muss schon das Gefühl dafür haben, dass die Formen zusammenpassen und einfach die Kunde wirklich gut beraten und das gut ausführen. Wenn Sie jemandem einen Rat geben, dann wird er doch zumeist befolgt, wenn man sagt, ja, die kennt sich aus, das ist ein Profi. Oder sind die Leute schwierig? Nein, das würde ich nicht sagen. Also es kommen schon viele Kunden auch ins Geschäft und fragen, wie sie das machen könnten. Und wenn wir es ihnen sagen, sind sie sehr dankbar dafür und fühlen sie das auch so aus. Ich meine, vielleicht ist es nicht so einfach für sie, aber sie, muss ich ehrlich sagen, die Kunden nehmen die Hilfe schon gerne an. Also. Das Spiel mit den Farben, die Farben sind Kreativität, machen diesen Beruf natürlich auch für Frauen lustvoll. Allein mit dem richtigen Spürsinn für das bunte Bild in unserem Leben macht man auch vielen Menschen Freude an der Umwelt. Jeden Tag motiviert von Neuem und jedes Mal geht man gerne diesem Beruf nach.